Freaks, willkommen zu Update Part 2. Ich hatte das letzte, habe ich im letzten Video gesagt, von wegen, dass ich das Update in zwei Teile aufteile, weil es doch ein bisschen mehr geworden ist. Ja, fangen wir mal an mit einem Import-Steelbook, wo ich schon sehr, sehr lange hinterher war. Und zwar sogar hier mit deutscher Disc drin. Das ist aber, glaube ich, das Savi-Import-Steelbook, weil das gleiche Steelbook gibt es nochmal als Italien-Import-Steelbook. Von daher, ich glaube, das ist Savi. Das Steelbook von Elektra, freigegeben ab 12. Also wir haben auch den Director's Cut hier auf Blu-ray rausgekriegt. Freigegeben ab 12. Und klasse. Also das Steelbook sieht aus wie neu. Die Disc sieht aus wie neu. Hammer. Da war sogar noch die Original-Disc mit drin. Die habe ich rausgeworfen, weil die brauche ich nicht. Klasse. Richtig, richtig klasse. Und endlich in meiner Sammlung. Somit habe ich außer der Sam Raimi Spider-Man-Trilogie alle Marvels, alle Marvel-Filme im Blu-ray-Steelbook. Ja, ich bin bescheuert, aber egal. So, dann kommen wir wieder zu dem Part aus dem ersten Part Update-Video, Update-Part-1-Video. Da habe ich ja so ziemlich gegen Ende die beiden Filme Bordello of Blood und Ritter der Dämonen von Geschichten aus der Gruft vorgestellt. So, und jetzt kommen wir wieder zu dem gleichen Thema. Und zwar haben wir hier das 7 Disc Limited Collectors Edition Mediabook Cover. Ich glaube, das ist Cover C. Ja, Cover C Mediabook von Geschichten aus der Gruft. Freigeben ab 18, beziehungsweise gar keine Freigabe, weil offiziell, was heißt offiziell, gibt es die nicht. Also hier auf den Disc steht dann immer von wegen keine Vermietung oder Verkauf an Kinder und Jugendliche. Ja, von daher, aber ich finde allein das Covermotiv finde ich schon grandios. Richtig, richtig klasse. Und es schreiben ja sehr viele von wegen, ja, das ist ja nur SD on Blu-ray etc. pp. Also sprich, bei SD on Blu-ray spricht man davon, dass DVD-Qualität auf eine Blu-ray drauf gemacht wurde. Also sprich, ohne Upscaling, ohne alles. Das kann ich nicht so ganz bestätigen. Ich hatte ja auch schon mal die DVD-Box. Also wo auch die komplette Serie drin war. Auch von, ich glaube, war die von Laser Paris? Ich glaube wohl. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mir hier die erste Folge angeguckt. Und ganz ehrlich, die erste Folge fand ich, hat wesentlich besseres Bild gehabt, wie die DVD. Mein Gott. So. Wie die erste Folge der DVD-Box. So. Was mich auch noch ein bisschen gewundert hat, es gibt bei Amazon, glaube ich, Screenshots, wo die rechts und links die schwarzen Balken haben. Wohl von der DVD-Veröffentlichung, da gibt es einen, der hat ein Vergleichsvideo, Foto gemacht von DVD und Blu-ray, wie die Bildqualität ist. Und da hatte er links und rechts Balken, also sprich 4:3, bei 16:9, 4:3 Format, also 16:9 Pillarbox heißt das ja, glaube ich. Muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe die Blu-ray, weil hier steht auch Bildformat 1:33 zu 1:4:3. Also komischerweise bei meinem Ultra HD Fernseher, also ich habe das auf Vollbild. Ich habe auch nichts umgestellt oder so, weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine Anime-Serie oder so gucke, die in 1:33 zu 1:4:3 Format ist, die habe ich links und rechts schwarze Balken. Keine Ahnung, aber wie gesagt, hier die Veröffentlichung, richtig klasse. Auch ein richtig dickes, fettes Booklet, so wie man das hier sieht. Richtig, richtig dickes Ding. Finde ich ja sogar, das ist dann so ein Comic. Und dann zu den jeweiligen Staffeln immer so ein kleiner Episoden-Guide. Also das fand ich schon, ist schon richtig klasse gemacht. Und Hammer. Also die Serie braucht man auch nicht zu sagen. Richtig klasse. Das Einzige, was ich schade finde, das Intro ist ja eigentlich Kult von den Geschichten aus der Gruft. Das muss man einzeln im Hauptmenü anwählen, um dass man das abspielt. Weil die einzelnen Episoden, die starten ohne das Intro.
Wobei ich dann schon wieder sagen muss, das Intro, wenn man das einzeln anwählt, das hat eine schon das hat eine DVD-Qualität, na, aber mehr so unterstes DVD-Niveau. Also da war ich ein bisschen enttäuscht von, weil es gibt zum Beispiel, ich meine, ich habe schon mal bei YouTube schon mal ein Video gefunden, da hat einer das Intro, ich weiß gar nicht, wie der das gemacht hat, auf jeden Fall, das ist Full HD. Remastered das Intro von Geschichten aus der Gruft. Das ist schon, das sieht grenzgenial aus. Also Hammer. So, aber weiter im Text. So, dann habe ich mir für 8 Euro inklusive Versand das Steelbook, Blu-ray Steelbook endlich mal schießen können von Todeszug nach Yuma, freigegeben ab 16. Zum Film brauche ich großartig nichts sagen. Es ist ein grandioser Western-Film mit Russell Crowe und Christian Bale. Richtig grandioser Film. Ich glaube, ist das nicht sogar ein Remake? Ich meine, es ist doch sogar ein Remake. Oder bin ich blöd? Helf mir da mal weiter. Ich meine, das ist ein Remake gewesen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall hier grandioser Western mit Christian Bale und Russell Crowe. Richtig, richtig grandioser Film. Und ich hatte ihn schon mal auf DVD. Und wollte ihn mir eigentlich immer mal im Steelbook holen, aber Steelbook war teilweise dann auch wieder so teuer, wo ich gedacht habe, so, nee, aber jetzt günstig geschossen, von daher kann ich nicht meckern. So, dann kommen wir zu einer Reihe, wo ich eigentlich schon das Spanien-Import, ja, Spanien-Import, ich sag mal, dicker Steelbook, weil das Steelbook, das sieht man, dass das einfach nur vorne auf der Folie, auf dem Steelbook so die Dinge aufgeklebt ist. Aber das haben die ja bei einigen Steelbooks gemacht, ich habe ja zum Beispiel auch dieses, ich glaube, die Mumie-Trilogie Steelbook ist ja auch genauso gemacht. Ja, genau. Das Trilogie Steelbook von der Taken, beziehungsweise 96 Hours Reihe. Habe ich ja. Habe ich noch habe ich es. Jetzt habe ich auch wieder bei ein bisschen bei Stöber, bei Kleinanzeigen einen gesehen, der hatte die Einzeldiscs, die Einzel-Steelbooks drin. Und für was für einen Preis? Grandios. Zwar keine J-Card mehr von den jeweiligen Steelbooks, die J-Cards nicht mehr dabei, aber mir so von wurscht. Und zwar zum einen richtig schön auch mit Prägung. Taken Steelbook ist sogar das England-Import-Steelbook mit deutschem Ton. Freigegeben ab 16. Richtig klasse, richtig, richtig geil. Auch hier mit Prägung. Der Taken-Schriftzug und der Innenrahmen richtig geil geprägt. Dann einmal Taken 2, auch hier Innenrahmen geprägt, der Schriftzug Taken 2 geprägt, allein dieses Extended Harder Cut darunter finde ich schon richtig geil. Auch richtig cool. Und dann das deutsche Steelbook von 96 Hours Taken 3 im Extended Cut. Und die drei jetzt zusammen für 15 Euro. Kann ich absolut nicht meckern. Absolut nicht. Also, ich denke mal, ihr hättet da auch zugeschlagen. Würde ich jetzt mal so behaupten. So, dann gab es noch einen kleinen Trödelmarktbesuch. Bei einem Trödelmarkt, wo ich auch mal gerne hinfahre, aber da ist meistens nie wirklich irgendwas, was filmetechnisch angeht. Dann war ich auch wieder jetzt auf dem Rückweg so gesehen. Und dann bin ich an einem Stand vorbei mit einem älteren Pärchen. Und da holte sie gerade ein paar Kisten raus mit Blu-rays. Ich so, oh. Kann ich ja mal ein bisschen durchgucken. Und da habe ich dann noch wirklich nur drei gefunden und für die drei zusammen 10 Euro bezahlt. Und zwar geht es zum einen hier um Damage, freigegeben ab 16 mit Stone Cold Steve Austin. Fand ich auch einen richtig guten Film. Dann Tactical Force, freigegeben ab 18, auch mit Stone Cold Steve Austin. Fand ich einen auch richtig guten Film. Die Synchro von einigen hätte man besser auswählen können, aber auch richtig gut. Und, welchen ich auch noch richtig gut fand, Hunt to Kill. Freigegeben ab 16 mit Stone Cold Steve Austin und in der kleineren Rolle Eric Roberts. Richtig, richtig coole Filme. Und wie gesagt, für die drei zusammen 10 Euro kann ich jetzt nicht meckern. Also, da kann ich absolut nicht meckern. So, dann geht es weiter. Ja. Ich hatte ja Fast and Furious 1 bis 6 in diesem, ich sag mal, Jumbo-Steelbook, dieses dicke. Ja, Betonung liegt auf hatte. Denn ich habe bei eBay, ich sage immer noch eBay Kleinanzeigen, bei Kleinanzeigen jemanden gefunden, der hatte
die Einzel-Steelbooks von 1 bis 9 drin. Und da habe ich zugeschlagen. Ich bin so blöd, da habe ich zugeschlagen. Aber grandios. Einmal hier The Fast and the Furious. Freigegeben ab 16. Ein Steelbook hat hier oben an der Ecke leider eine kleine Delle gehabt, aber nicht so schlimm. Sonst sieht das aus wie neu. Disc auch tadellos. Dann Too Fast, Too Furious. Auch hier, freigegeben ab 16. Nee, so gut wie nichts dran. Ein kleiner Kratzer, aber kann man nicht mehr dran. Dann haben wir hier The Fast and the Furious Tokyo Drift. Freigegeben ab 12. Ja, freigegeben ab 12. Auch hier, grandioser Zustand. Dann haben wir Fast and Furious, neues Modell Originalteile. Freigegeben ab 16. Auch hier ein paar kleine Abplatzer beim Steelbook, aber egal. Dann haben wir Fast and Furious 5. Auch hier ein paar kleinere Abplatzungen, aber sonst super in Schuss. Und dann, wo ich ja ganz blöd geguckt habe, wo ich das aufgemacht habe, das Päckchen. Fast and Furious 6, aber das ist ein Import-Steelbook. Da hatte er die Original-Disc drin gelassen und die deutsche Blu-ray. Ich habe jetzt einfach die Original-Disc rausgenommen, weil was soll ich damit? Und habe dann einfach die deutsche DVD mit reingepackt. Von daher habe ich jetzt so gesehen Double Play Steelbook jetzt rausgemacht. Aber was ich so geil finde, hier am Spine steht dann Extended Edition. Und das finde ich schon irgendwie cool. Also von daher richtig, richtig klasse. Und zu guter Letzt das Steelbook, was ich eigentlich sogar bevorzuge von den Teil 7. Da gab es ja, glaube ich, auch zwei oder drei Steelbooks von. Und zwar einmal dieses hier. Fast and Furious 7. Das mit Paul Walker, wo sich so gesehen Vin Diesel vor Paul Walker verneigt. Also wenn man es jetzt so deuten will. Auch freigeben ab 12. Ich glaube, Fast and Furious 6 war auch freigeben ab 12, genau. Was will ich mehr? Also, klasse. Richtig, richtig klasse. Und das ganze Pack für einen super Preis. Was will man mehr? Also, da kann ich jetzt echt nicht meckern. Da habe ich jetzt, glaube ich, für die ganzen Steelbooks, da waren zwar natürlich auch noch Teil 8 und 9 mit bei, aber die habe ich schon wieder weggegeben. Weil ich hatte die beiden, ja. Und ich glaube, ich habe jetzt für das gesamte Paket 45 Euro. Kann ich jetzt nicht meckern. Also, da kann ich absolut nicht meckern. So, und dann kommen wir jetzt zu guter Letzt für dieses Update-Video zu einem Paket, wo ich echt, echt, echt begeistert von bin und froh bin, dass ich es jetzt endlich habe. Und zwar habe ich mal wieder seit langem was bei eBay ersteigert. Also man ersteigert auch bei eBay noch was, ne? Von daher. Im Nachhinein habe ich erst gesehen, wo dann die Versandbestätigung kam, dass der Verkäufer aus Münster kam. Also theoretisch hätte ich es auch abholen können. Aber ich habe gedacht, komm, lass schicken, egal. Und zwar geht es hier um, wohlgemerkt, ich habe das alles zusammen jetzt ersteigert, was noch kommt. Das ist auch der letzte Part jetzt des Videos. Geht es hier zum einen um die komplette Serie Ghost in the Shell Standalone Complex, beziehungsweise SAC Second Gig. Freigegeben ab 16. Das Einzige, was ich schade finde an diesem Wendecover, das ist jetzt hier schon das FSK-freie Wendecover von der Blu-ray. Das Problem, was ich dann habe, dann hat man hier hinten die ganzen Episoden aufgelistet. So, wenn man jetzt aber mal das gute Stück aufmacht, sieht man, dass das eigentliche mit dem FSK-Logo-Cover so ist. Das hätte ich eigentlich besser gefunden, dass das die Rückseite ist. Aber naja, kann man jetzt nicht meckern. Ist halt so. Aber was, wie gesagt, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Einmal in diesem Pack, was ich ersteigert habe, die komplette Serie Ghost in the Shell Standalone Complex. So, dann auch in diesem Paket Ghost in the Shell Standalone Complex. Solid State Society, freigegeben ab 16 im Future Pack eingeschweißt. Das Ding ist limitiert auf 1000 Stück und ich glaube, das kostet neu, noch alleine neu dieses hier an die 40 Euro. Wohlgemerkt. Dann mit im Pack Ghost in the Shell Standalone Complex
The Laughing Man. Freigegeben ab 16. Limitiert auf 2000 Stück. Future Pack. Auch dies, auch hier. 40 Euro. Neu. Eingeschweißt. Alleine nur das. Dann haben wir Ghost in the Shell Stand, SAC bzw. Standalone Complex Second Gig Individual 11. Freigeben ab 16. Auch hier Limited Edition auf 2000 Exemplare. Future Pack, niegelnagelneu eingeschweißt. Auch hier an die 40 Euro. Nur dieses eine Future Pack. Und zu guter Letzt in dem Pack mit drin gewesen, weswegen ich auch eigentlich darauf geboten habe. Die 4K Ultimate Edition KSM Anime Shop exklusiv. Ghost in the Shell. Freigeben ab 16. Diese Box hat leider kein Infoblatt mehr und genau das hier. Das ist das Standardproblem bei diesem Schuber, dass das hier voll derbe auseinandergeht. Aber ich habe da auch noch keine Lösung gefunden, wie man das jetzt irgendwie mal fixen kann. Sonst muss man mal gucken, ob man das vielleicht irgendwie mal mit einer Folie oder sowas nochmal fixt. Aber naja, egal. Auf jeden Fall hier die komplett alle Extras etc. Discs und alles sind alle noch drin, alle noch im Top-Zustand. Nur wie gesagt, der Schuber, der hat ja glaube ich wirklich dieses Standardproblem. Und ja, muss ich mal gucken, wie ich das gefixt kriege. Wie gesagt, und dieses ganze Paket, dieses ganze Paket, ich mache das mal kurz hier. Gucken, ob das jetzt so funktioniert, wie ich das gerade vorstelle. Das ganze Paket hier habe ich jetzt erstanden, das komplett für knapp 90 Euro plus Versand. Also kann ich jetzt nicht meckern. Alleine die Ghost in the Shell 4K Ultimate Edition kostet schon in dieser Fassung an die 100 Euro. Also von daher, was will ich mehr? Gut, das mit dem Schuber, ja, das, aber ich glaube, das ist wirklich so ein Standardproblem. Jedenfalls bei der, weil ich glaube, bei der, dieser, das ist ja Cover B und Cover A hat ja, glaube ich, nur diese Packbox und da die haben ja sich so einen Schuber, da haben die ja so ein das Problem nicht. Mal gucken, wie ich das gefixt kriege, aber irgendwie kriege ich ja wohl schon hin. Ja, wie, ja. Liebe Leute, das war dann so gesehen Part 2 meines Update-Videos. Hoffe natürlich, wie immer, es hat euch auch dieses Video euch so wieder so weit gefallen. Und ja, dann würde ich auch wie immer sagen, wie ich es eigentlich immer sage, bis zum nächsten Mal.